meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich, beziehungsweise hallo. Wir. Wir haben heute Samstag und wir sind auf dem Weg zum Einkaufen. Jawohl, Mama, ein Playmobil, ein Playmobil. Bei uns ist nämlich so aktuell. Mama, auch Kindergarten, auch ein Playmobil. Wirklich? Ja. Cool. Also, warte kurz. Was die Luisa mit Playmobil meint, ist, bei uns gibt es aktuell beim Billa Plus, wie es ja jetzt heißt, der Merkur wurde nämlich umbenannt zum Billa Plus. Da gibt es nämlich, wenn man 10 Punkte hat, gibt es gratis Playmobil-Figuren. Wir haben ja gesagt, dass wir heute so eine holen, gell? Weil wir haben schon wieder viele Punkte, oder? 8 Punkte haben wir. Wir haben da schon so viele Figuren davon mitgenommen. Ja, weil wir oft halt da eigentlich. Egal. Am Freitag haben wir leider es nicht geschafft, den Vlog abzuladen. Das war ein bisschen eine stressige Woche, weil ich hatte ja. Also für die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen es schon, ich hatte ja einen Fernsehauftritt. Am Montag war das, oder am Dienstag? Nein, am Montag war ja noch Ostermontag und am Dienstag war das, oder? Der Papa. Ja, ja, es war der Dienstag, der 6. April. Und dafür musste ich mich so viel vorbereiten. Ich habe ja nicht so wirklich darüber geredet, aber es war auf jeden Fall viel zu tun hintenrum. Ich musste so eine Präsentation machen und mich auch auf diesen Text vorbereiten und so weiter. Das war voll stressig und dann brauchte ich so ein paar Tage, um auch ein bisschen runterzukommen, weil das war ein aufregender Tag und deswegen habe ich es einfach nicht geschafft, einen Vlog zu drehen und so abzuladen, gar nichts. Und wer die Sendung sehen will, ich kann es euch auch gleich sagen, sie läuft am 27. April auf Puls 4, also für die Österreicher jetzt mehr oder weniger, weil ich glaube nicht, dass Puls 4 in Deutschland empfangen wird, oder? Ich glaube nicht. Ja? Der Baum ist ganz schön. Der Baum ist ganz schön. Das Haus ist auch ganz schön. Die Luisa will einfach nur ein bisschen mitreden im Video. Die Luisa vloggt halt. Ja? Ja? Ich will da Haus gehen. Und du willst da zum Haus gehen? Ja, weil ich will da Haus gehen. Ja. Jedes Mal, wenn wir die Kamera anmachen oder Story, dann muss ich uns was ganz Wichtiges erzählen, gell? Das waren Lara war auch so und Michael auch. Ich plane auch, meine Augenbrauen zu färben. Und, ich habe ja Lasur gesehen, glaube ich. Und das werde ich auch abdrehen. Bin auf jeden Fall gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, weil ich schminke mir immer meine Augenbrauen so und hätte gerne eine Augenbrauenfarbe, die das auch schafft, genauso wie ich das mit dem Stiftchen mache. Unglaublich, dass ja, Frauen Probleme haben. Kaffee wieder in meiner Tasse, das kennt man ja von uns. Es gibt natürlich Kaffee-to-go-Becher, aber die sind voll blöd. Ich weiß nicht, ich komme auch mit so einem To-Go-Becher nicht zurecht. Ich mag das nicht. Ich mag auch nicht. Im Geschirrspüler, dann wird er nicht richtig ordentlich, sauber. Ja. Wir sind schon beim Hof angekommen und die Mama schnallt das Baby an. Böser bleib beim Papa. So. Du hast das gut gemacht, Mann. Schaut gar nicht so schwer aus, oder? Zum Anschnallen. Es ist ja auch deswegen gedacht, dass man es alleine schafft. Ja. Schnuller nehmen wir auch mit. Du hast dein Handy mit? Ja, ja. Maus, kommst du? Kommst du auch? Da ist aber ein Papierkorb ausgeschüttet. Ja. Ich glaube, die Leute haben noch nicht gelernt, dass am Boden keine Mülleimer ist. Arschgeigen. Ja, Mann. Und das sind solche verschierten Leitungen. Ja. Super. Und Mama, bist du auch da bei uns? Ich beantworte nur auf Instagram ein paar Fragen. Ich hatte sie immer so komisch aus. Das ist, weil du dort immer. Die Luisa kauft einfach rein. Ich glaube, für die Wochenende sind wir versorgt. Aber du hast die falschen Brezeln gekauft. Ich weiß nicht, oder? Viel besser. Okay? Bist du damit einverstanden? Sag ein. Jetzt haben wir schon das. Zu viel nicht, wie weißt du, sonst sind wir mollig. Ja, sonst kriegen wir es nichts mehr in die Lade rein. Ja. Und brauchen wir wieder neue Klamotten. Wieder nein, was siehst du? Tomatengeschmack. Schon. Heute steht nicht viel auf der Einkaufsliste. Papa, Tomatengeschmack? Hm? Tomatengeschmack? Na, wenn dann Knoblauch. Zeig mal die Uhr. Ich habe dem Papa so eine urcoole Uhr von Amazon gekauft. Das ist keine Apple Watch.
und die ist urtoll. Schaut mal, schaut aus wie eine Apple Watch. Aber die hat nur 50 Euro gekostet, nicht 600. Schon cool. Und der Papa kann jetzt immer schauen, wie viele Schritte er geht. Nein, nein, weiter geht's. Entschuldigung, kenn mich da nicht. So, nach links. Da? Wow. 3800, nochmal. Genau. Das ist mein Blutdruck. Dein 98, Puls. 98. Kann er sofort messen und dann kann er auch sein, was ist das? Stress messen. Stress messen. Und wo ist denn das mit dem Sauerstoff? Wie haben wir letztes Mal gemacht? Du musst vielleicht in das Menü reingehen. Da. Blutsauerstoff, ja klar. Ja, genau. Da kann man messen, genau, das kann nämlich nur die Apple Watch, diesen Blutsauerstoff messen. Also? Die anderen Smartwatches können das nicht, was ich gesehen habe. Voll basic. 98. Ideal, oder? Ich bin durchgelüftet. Ich habe sie gestern auf Instagram gezeigt und alle Leute sind abgegangen. Deswegen werde ich sie euch unten auch verlinken. Weil ich glaube, kann man vorstellen, dass das viele Leute interessiert. Weil es einfach so eine echt coole Uhr ist. Und die hat nur 50 Euro gekostet. Das hat mich so geflasht. Eigentlich war das ja als Ostergeschenk gedacht, aber die hat es nicht rechtzeitig geschafft. Aber trotzdem freue ich mich sehr. Ja. Ja, der Papa freut sich, weil 600 Euro würde er nicht für eine Apple Watch ausgeben. Na, das würde mein Herz ausbluten. Na gut, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Einkauf. Kleinigkeiten, wir wollten ja nur Kleinigkeiten. Wie viel haben wir ausgegeben? 150 fürs Essen und 10 Euro für die Erde. Genau, und außerdem, wir haben uns einen coolen Stein gekauft, so einen Granitsockel. Der war 20 Euro. Normalerweise kaufst du beim Kicker oder irgendwo anders 100? Ab 80 Euro. Ja. Das gibt auch um 300 Euro. Ja, weil das ist so, wir haben früher beim Schirm so einen aus Plastik gehabt. Ich glaub, immer die, mit Wasser nachgefüllt. Genau, man kennt die, man füllt die mit Wasser an und die sind echt so extremst unstabil einfach. Die gehen aber auch kaputt, also unsere ist kaputt gegangen. Irgendwie ist da das Wasser ausgeronnen. Und ja, wegen der Sonne, der ist ja so irgendwie, ja, stimmt, stimmt, kaputt gegangen. Und, ja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt den Granitsockel gekauft, weil wir werden sicher jahrelang was davon haben. Also wenn er jetzt uns kaputt geht oder so. Da weiß ich nicht mehr, was ich kaufen soll. Ich will die Einbettung nehmen. Der Kleine ist auch eingeschlafen in der Trage. Und ja, der Papa räumt jetzt schnell die Sachen ein, die Luisa sitzt schon im Auto und dann müssen wir noch woanders hin. Eigentlich nicht mehr. Was wollten wir noch von Merkur? Eis haben wir gekocht. Brauchen wir nichts mehr, oder? Dann fahren wir nach Hause. Achso, nein, zum Müller müssen wir Hundefutter haben. Achso, ja, die zum Müller fahren wir. Und ich wollte dem Kleinen so eine Bürste kaufen. So eine Naturbürste. Weil er hat so ein bisschen Milchschorf und der löst sich jetzt. Das schaut irgendwie so komisch aus. Vielleicht kann ich das dann ein bisschen runterbürsten. Aus seinen Haaren halt zumindest. Aber wir haben 150 Euro ausgegeben und wir haben auch viel, also Windeln haben wir gekauft, Feuchtücher haben wir gekauft. Ja, ja. Also auch nicht alles essbar. Nicht? Kann man keine Windeln? Ja. Ja? Eis. Bitte? Darf ich ein Eis? Du willst ein Eis? Ja. Zu Hause dann, okay? Tütüt. So, Hände desinfizieren, weil ich will jetzt was essen. Okay, ich greife das jetzt nicht an. Ja, auf jeden Fall trotzdem. Hände desinfizieren. Immer wenn wir was danach zum Essen kaufen, dann machen wir das. Also wenn wir Essen direkt angreifen. Von der Lisa haben wir auch schon. Ups. Der Papa hat sich das hier mitgenommen zum seinen kleinen, ich weiß nicht, wie das heißt, flaumiger Reindling? Keine Ahnung. Mmh, lecker. Wir sind wieder zu Hause. Ich bin jetzt aktuell im Garten, wie ihr sehen könnt, mit dem Kleinen. Ich habe ihn jetzt hier kurz in diese Schaukel, in den Schaukel, wie heißt das? Schaukel? Nestschaukel? Nein, keine Nestschaukel. Das ist eine Nestschaukel. Wie heißt das? Unser Schaukelstuhl. Hängesessel. So heißt es. Hängesessel. Sorry. Hängesessel. Ja, die Familie kommt auch gleich. Wir werden nämlich spontan grillen, haben wir entschieden. Die Hunde spülen hier schon abfangen. Sophie!
Die Lara holt gleich einen Ball für dich. Ja. Die Wippe habe ich auch mit rausgenommen. Und ja, wie gesagt, der Papa, der kommt gleich, der bereitet sich schon alles vor, was wir grillen wollen, das ganze Fleisch und die Würstchen. Und ja, die Kinder kommen auch gleich. Ja, komm rein! So, Moment. So, mittlerweile ist die gesamte Familie draußen. Da ist der Patrick, der macht ein bisschen Hausaufgaben. Die Lara sonnt sich hier in, wie heißt das nochmal, Sitzsack. Sie ist ganz verschwunden, sag mal. Wie in Mamas Bauch liegt sie da eingekuschelt. Das hat sie aus. Lara hat nämlich ein bisschen Bauchweh, gell, Lara? Ja, schauen wir mal, wie der Bauch, wie sich das entwickelt, weil irgendwie tut ja in der Mitte des Bauches weh. Also ich hoffe mal nicht, dass es Blinddarm ist, aber es schaut dabei nicht so aus, weil sie hat ein bisschen Bauchweh, aber wenn es schlimmer werden sollte, müssen wir auf jeden Fall ins Krankenhaus fahren. Ja, die Michelle und die Luisa sind im Trampolin. Lara? Sagst du Bescheid, wenn es schlimmer wird, ja? Geht's noch? Wo tut's jetzt weh? Beim Bauchnabel? Da und da weh. Beim Bauchnabel? Unten. Unten auch? Unten tut's weh und da auch. Ich weiß nicht, irgendwie ist... Wo macht sich dein Schuh sein? Unter dem Bauch. Sie hat unter dem Bauch weh, also unter dem Nabel weh und am Bauchnabel. Weiß ich nicht. Aber der. Ich muss ein bisschen googeln. Wir lassen noch 2-3 Minuten, dann schauen wir mal. Bei uns hat man richtig Landleben-Feeling, oder? Mit dem Kukuriku-Papa. Und dann dieses Holzgeruch. Ich habe mich jetzt voll erschrocken. Wer war das? Du? Patrick. Du kleine Ratte, Patrick. Der hat mir jetzt ein Football-Squeeze von der Michelle reingeschmissen. Der wollte ich eigentlich den Kleinen zeigen. Erstes Mal im Trampolin. Ui, das ist schön. Was? Ist das eigentlich... Nee. Ich habe mich für den Sommer vorbereitet. Hast du deine Haare weggekokelt? Ich habe keine Haare mehr. Glatt. Das riecht sicher nach Schweinderl, oder? Ich war kurz im Haus, ich habe das Baguette im Backofen reingegeben und da war die Flamme 3 Meter hoch. Ja, jetzt essen wir verbranntes Fleisch. Warte, ich zeige euch. Ja, das war Wahnsinn. Unser Fleisch ist ready. Danke, wir sind schon am Essen, aber Papa telefoniert noch kurz mit seiner Tante. Und wir werden jetzt essen. So Gesichtchen, Sonne. Ich würde deine Socke verloren. So, wir werden auf jeden Fall jetzt mal schnell in Ruhe essen. Dunkel, was? Brot schmeckt dir am meisten. Knoblauchbaguette. Ja, wir haben Knoblauchbaguette wieder. Letztes Jahr haben wir gar nie Knoblauchbaguette gekauft, weil ich ja schwanger war und mir ständig schlecht von dem Geruch vom Knoblauch war. Du bist auch bei Knoblauch verboten. Die Luise ist noch in Weihnachtsstimmung. So, meine Lieben, wir haben schon gegessen. Mama und der kleine Mann ist jetzt ins Haus gegangen, weil für den Kleinen ist ein bisschen frisch. Patrick ist unten in seinem Zimmer, wir machen noch Hausaufgaben und die Michelle, glaube ich, schaut ein bisschen fern oder irgendwas. Und ich bin draußen mit Lara, Luisa und die 2 Doggies. Weil für uns ist es noch nicht so kalt. Ich mache ein bisschen Gartenarbeit. Ja, es kommt drauf an, wo du das machst. Dort muss man nicht graben. Weißt du, wo du graben sollst? Ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, das brauche ich, weil ich will ein bisschen hier so. Da, so.
die Erde auflockern. Während der Papa noch draußen ist mit Lara und Luisa, ist der Papa eigentlich auch noch draußen? Nein, der ist unten, glaube ich. Achso, sind wir im, also wir, damit meine ich. Ich und der kleine Bubilei, der schläft da nämlich. Und die Michelle ist hier am Online-Shoppen. Die braucht ein paar Klamotten. Mein Hobby? Aber das ist gut. Das stimmt. Das sieht gut also die aus, Michelle. Aber die gibt es nur für Lara. Michelle, wir haben. Ich finde die nicht so schön. Nicht? Okay. Für Lara bestelle ich auch gleich Schuhe. So, meine Lieben, ich bin im Badezimmer, werde mich jetzt schnell abschminken und mich vom Vlog verabschieden, weil, ja, es ist schon spät. Wir wollen jetzt, also wir werden jetzt wahrscheinlich... Wenn du einfach nicht mehr reden kannst. Wir werden wahrscheinlich noch einen schönen Film zusammenschauen als Family. Jetzt sind wir schon alle im Haus natürlich, weil es ist ja schon kalt. Papa war noch ein bisschen Fahrradfahren mit den zwei Mädels, mit den Kleinen. Und ja, jetzt ist eigentlich hier schon Abendstimmung und jetzt werde ich mir das Make-up vom Gesicht waschen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich habe jetzt noch gerade nachgedacht, wann das ist, aber ich beim nächsten Mal. Ciao!